politisches Feld. Und das, was vielleicht besonders heute ist, es ist der erste ECM-Diskurs, der in Kooperation entstanden ist mit der Universität Wien, konkret jetzt eben mit dem Institut für Politikwissenschaft, und sind sehr dankbar, dass Oliver Machert eigentlich diese Initiative ergriffen hat, mit uns gemeinsam diese Veranstaltungen zu planen. Er ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Referent, schon seit sehr, sehr vielen Jahren im Lehrgang. Wir lesen seine Bücher und Texte sehr gerne und diskutieren sie. Ich glaube, ich muss ihn jetzt nicht vorstellen. Er ist ja auch vor allem durch seine Texte sehr bekannt, auch durch die Dokumentarforschung. Er war aber jetzt sehr lange weg, vor allem in der Schweiz und in Deutschland, und ist jetzt seit knapp einem Jahr wieder in Wien und hat hier eben die Professur für politische Theorie an der Uni Wien. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Und für mich ist es natürlich auch eine große Freude, hier kooperieren zu können. Ich habe es für ausgesprochen wichtig, es läuft auch gleichzeitig am Institut für Politikwissenschaft eine Lehrveranstaltung unter demselben Titel Kunst als politisches Feld. Und hier die beiden Seiten, also auf der einen Seite den ECM, also den Lehrgang für Educating, Curating, Managing an der Angewandten, und das Institut für Politikwissenschaft, das sich zumindest in dieser, aber auch in einigen anderen Lehrveranstaltungen sehr oft durchaus mit künstlerischer Praxis beschäftigt. Es gibt auch einen eigenen Schwerpunkt. Politik hat ja auch etwas mit visueller Kultur zu tun. Das wissen wir ja aus Funk und Fernsehen. Und deshalb finde ich es wichtig, dass es hier eben auch Kooperationen gibt zwischen diesen beiden Institutionen. Das Thema lautet Kunst als politisches Feld. Zwei, drei Sätze zu diesem Thema, bevor ich das Panel vorstelle. Dass Kunst ein politisches Feld ist, das bezieht sich natürlich zum einen mal auf die Institutionen des Kunstfeldes. Das Feld, der Begriff Feld ist ja auch ein Begriff, der aus der Soziologie stammt. Bei Bourdieu gibt es diese Theorie der gesellschaftlichen Felder, und Kunst ist ein gesellschaftliches Feld neben vielen anderen, und so wie alle anderen Felder hat auch das Feld der Kunst natürlich seine eigene Politik, seine eigenen Politiken, seine eigene politische Dimension. Die Kunstinstitutionen sind auch in vielen Fällen, nicht nur, aber in vielen Fällen öffentlich gefördert beispielsweise. Es gibt sowas wie Kunst- und Kulturpolitik. In diesem Sinne ist das Feld der Kunst ein politisches Feld, aber so wie jedes andere soziale Feld natürlich auch. Also im weitesten Sinne gibt es auch Erziehungspolitik und Ähnliches. Wissenschaftspolitik, Verteidigungspolitik, das heißt, die verschiedensten Felder haben einen Bezug zur Politik im engeren Sinn. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch noch andere Formen von Politik, zum Beispiel soziale Bewegungen, Politik am Rande des politischen Systems, aktivistische Formen von Politik, Protestpolitik. Und auch hier gibt es eine Verbindung zur Kunst, insofern als viele Künstler und Künstlerinnen ja immer schon zu Aktivisten und Aktivistinnen geworden sind und mit denen zusammengearbeitet haben im Zuge politischer Proteste. Und diese politischen Proteste, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, sind keine punktuellen Ereignisse, die in bestimmten Jahren, wie zum Beispiel 2011, zur Zeit der Platzbesetzungen, Occupy und so weiter, auflodern und dann weg sind und völlig verschwunden sind, sondern so wie soziale Bewegungen selbst, gehen sie von latenten in manifeste Phasen. Die Aktivisten und Aktivistinnen sind ja nicht vom Erdboden verschluckt, sondern sie existieren weiter, Netzwerke bleiben weiter bestehen. Und so kann man, denke ich, die Geschichte als eine Geschichte von fortlaufenden sozialen Bewegungen und Protesten deuten, die eben auch dort, wenn sie nicht in den Massenmedien vorkommen, nach wie vor existieren, und manche Soziologen, vor allem politische Soziologen, sprechen davon, dass wir in einer Bewegungsgesellschaft leben, in der Proteste, soziale Bewegungen an allen Enden und Orten der Gesellschaft auftauchen, permanent auftauchen, und so eben auch im Kunstfeld und in Koppelung mit dem Kunstfeld. Und so eben auch tauchen aktivistische Praktiken oft in Koppelung mit künstlerischen Praktiken auf. Das heißt,
künstlerische Praktiken, Strategien, Formate, Vokabulare werden genutzt von Aktivisten und Aktivistinnen, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben also ein breites Spektrum an Phänomenen, in denen wir von Kunst als politischem Feld sprechen können, und ich habe die Vermutung, dass wir dieses breite Spektrum in den 2 Stunden, die uns zur Verfügung stehen, nicht abdecken können werden. Deswegen glaube ich dennoch, dass wir einige Schlaglichter von den Panelistas hier am Podium bekommen werden auf einzelne Phänomene. Ich freue mich sehr, zu meiner Linken zunächst Nora Schermfeld begrüßen zu dürfen und möchte gleich alle am Podium vorstellen. Nora Schermfeld ist aktuell Professorin für Curating and Mediating Art an der Aalto-Universität in Helsinki. Sie ist zugleich aber auch Mitglied des Leitungsteams des Masterstudiengangs ECM Educating, Curating, Managing, die uns ja hier heute hosten, also auch ein Mitglied unserer Gastgeberin. Nora Schermfeld hat Philosophie an der Universität Wien studiert, an der Niederbildung Künste doktoriert, ist Mitbegründerin und Teilhaberin des Büros Trafokar, das an der Schnittstelle zwischen Forschung, Vermittlung und Kuratieren arbeitet, und ist selbst natürlich auch aktiv als Kuratorin. Aktuell im letzten Jahr hat sie mitkuratiert die Niederösterreichische Landesausstellung am Schloss Charlottenburg The 70s. Und sie hat mitkuratiert im Rahmen eines Kuratorenkollektivs, von dem sie Teil ist, namens Freeford, die Bergen Assembly, eine Biennale in Norwegen. Zu ihren Publikationen zählen das pädagogische Unverhältnis, Lehren und Lernen bei Rancière, Gramsci und Foucault, erschienen bei Thoreau und Kant, und Kontaktzonen der Geschichtsvermittlung, transnationales Lernen über den Holocaust in postnazistischen Informationsgesellschaften, erschienen bei Zaglossus. Zu meiner Rechten Helmut Traxler, der aktuell Professor für Kunsttheorie hier am Haus sitzt, am Institut an der Universität für angewandte Kunst Wien, und das freut mich natürlich besonders, und deshalb, obwohl wir uns schon sehr lange kennen, deshalb jetzt hier auch in Wien begrüßen dürfen, obwohl du vor mir nach Wien gekommen bist, eigentlich müsstest du mich begrüßen, nämlich. Aber es freut mich sehr, dass wir jetzt beide in Wien sind. Und Helmut Traxler hat von 1992 bis 1995 den Kunstverein München in einer legendären Phase dieses Kunstvereins geleitet. Er hat zahlreiche Ausstellungen kuratiert, zuletzt The Content of Form in der Generali Foundation, die Ausstellung, die vielleicht manche hier im Raum tatsächlich auch gesehen haben. Er war lange Jahre Professor für ästhetische Theorie an der Merz-Akademie in Stuttgart und im Anschluss daran, bevor er nach Wien gekommen ist, Professor für Kunsttheorie und Kunstvermittlung an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Zu seinem Buch veröffentlichen 10 aktuell, ich nenne nur dieses Buch, Abdrift des Wollens, eine Theorie der Vermittlung. Das aktuell erschienen ist, und du hast, glaube ich, erst vor wenigen Wochen die Buchpräsentation hier gehabt. Und dann möchte ich vorstellen, und in dieser Reihenfolge werden wir auch in den weiteren Präsentationen vorgehen, Natascha Makuljak, die zusammen mit Ivana Marjanovic Leiterin, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin beides der Wien-Woche ist. Sie werden, glaube ich, selber dann auch vorstellen, was die Wien-Woche ist, deswegen nehme ich das nicht vorweg. Natascha Makuljak ist Performerin, Multimedia-Künstlerin, Sozialarbeiterin und Aktivistin. Ihre Kunstprojekte beschäftigen sich mit den Themen Migration, Realität und Gender. Sie hat das Studium an der Klasse für konzeptuelle Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in Wien absolviert, und in den 1990er Jahren war sie feministische Mitglied von feministischen Antikriegsinitiativen im ehemaligen Jugoslawien. Seit 1994 ist sie Teil von Women in Black Belgrade und hat 1997 die Youth Peace Group Danube in Vukovar, Kroatien mitbegründet, die sie damals auch geleitet hat bis 2002. Ivana Marjanovic hat ein Studium der Kunstgeschichte in Belgrad absolviert, ist Kunsthistorikerin, Forscherin, Autorin, Kuratorin, Kulturproduzentin und ist Mitbegründerin der Kontextgalerie in Belgrad, die sie auch kuratorisch geleitet hat bis 2009, auch Mitglied des Kontextkollektivs.
Sie war Rektorin an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, hat zahlreiche Ausstellungen, Vorträge, Workshops und Symposien konzipiert und ist jetzt eben auch zusammen mit Natascha Markuliak, die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der BIMOCA. Ich möchte jetzt das Wort an Nora Scherfeld übergeben, die, wenn ich das richtig sehe, wahrscheinlich auch ein Beispiel bringen wird für die Verbindung von einer historischen, politisch-kulturellen, einem historisch-politisch-kulturellen Projekt und gegenwärtiger kuratorischer Praxis. Ja, vielen Dank, danke für die Einführung. Und Beatrice hat ja schon gesagt, dass wir Texte von Oliver Machert bei uns im ECM lesen. Ganz konkret haben wir ein Modul mit dem Thema Kuratieren und da lesen wir einen Text mit dem Titel Die kuratorische Funktion. In diesem Text sagt Oliver Machert, dass die kuratorische Funktion darin bestehen würde, eine Öffentlichkeit zu organisieren. Klingt einfach, ist nicht so einfach, sagt er uns, weil es nämlich eine paradoxe Aufgabe ist. Eine Öffentlichkeit ließe sich nämlich nicht organisieren, haben wir in diesem Text gelesen und diskutiert. Und dennoch geht es eben in der kuratorischen Funktion genau darum. Das ist nicht immer so beim Kuratieren, aber bei dieser kuratorischen Funktion, die Oliver Machert uns in dem Text vorstellt, die ganz offensichtlich selbst nicht nur im politischen Feld stattfindet, sondern politische Akteurin ist. Und das sagt er sicherlich in einem größeren theoretischen Rahmenzusammenhang von Antonio Gramsci. Für Antonio Gramsci könnten wir also sagen, wäre die kuratorische Funktion, wenn sie darin besteht, eine Öffentlichkeit zu organisieren, eine organisch-intellektuelle Praxis. Dann wäre Kuratieren, wenn es eine organisch-intellektuelle Praxis ist, eigentlich genau so sehr eine organisch-intellektuelle Praxis wie Kunst, wie auch die Pädagogik. Oder was Gramsci ja selbst gemacht hat, das Gründen einer Zeitung. Wir hätten dann in diesem Fall nicht verschiedene Felder, also wir würden nicht sagen, was oft im Kunstfeld ja geschieht, dass da auf der einen Seite Kuratorinnen sind, auf der anderen Seite Vermittlerinnen und dann gibt es noch die Journalistinnen und dann gibt es noch die Lehrerinnen, sondern aus der Perspektive von Gramsci stellt sich die Frage anders, da stellt sich die Frage, wo wir stehen im Zusammenhang mit der bestehenden Hegemonie, im Hinblick darauf, sie zu erhärten oder im Hinblick darauf, sie in Frage zu stellen, in einer anderen möglichen Hegemonie zu arbeiten. Wenn wir das tun, können wir das eben als organische Intellektuelle tun, kollektiv, und dann ist das, was wir tun, sei es Kuratieren, sei es Kunst, eine organische intellektuelle Praxis, also auch Bildungsarbeit. Und daher beziehe ich mich hier in dem Zitat jetzt nochmal auf diese wichtige Funktion von Bildung bei Gramsci, wo er sagt, jedes Verhältnis von Hegemonie ist notwendigerweise ein pädagogisches Verhältnis. Wir lernen also Machtverhältnisse. Machtverhältnisse sind so, wie sie sind, nicht nur, weil wir zu ihnen gezwungen werden, sondern auch, weil wir an sie glauben, sie weitertragen, weil wir sie lernen und lehren und weil Lernen, was Gramsci sozusagen von der Reformpädagogik seiner Zeit in Italien weiß, nie nur eine Einbahnstraße ist, ist es nicht nur möglich, die Machtverhältnisse so zu lernen, wie sie sind, wir können auch andere mögliche Machtverhältnisse lernen. Und das können wir eben dann, wenn ein anderes mögliches Wissen diese bestehenden Machtverhältnisse in Frage stellt. Vor diesem Hintergrund können wir uns jetzt Kunst als eine Praxis im politischen Feld vielleicht besser vorstellen oder auch Kuratieren als eine Praxis im politischen Feld. Und das hat nicht nur Gramsci gemacht und darauf beziehe ich mich nicht nur heute, sondern da gibt es vielleicht nochmal einen wichtigen Punkt dazwischen und das wären die 50er Jahre, wo sich eine sogenannte Neue Linke, New Left in Großbritannien, auch ganz stark auf Gramsci bezogen haben und ein gegenhegemoniales Projekt im Hinblick auf eine andere mögliche Welt versucht haben. Das haben sie eben auch New Left genannt. Das war am Anfang eine Gruppe rund um Leute, die auch eine Zeitschrift gegründet haben, die hieß zuerst Universities and Left Review und entstand damals noch von jungen Studierenden in Oxford. Einer davon war Stuart Hall. Sie haben gemeinsam eben dort das Studium abgeschlossen. Sie haben nicht an die Linke, wie sie damals war, geglaubt. Sie haben gesagt, if we can't get Labour, we can't get Britain, und wollten tatsächlich als gegenhegemoniales Projekt eine Neue Linke gründen. Und der wichtige Punkt für die war jetzt zu sagen, anders
als vielleicht so in einem marxistischen oder Basisüberbaumodell, also anders als in der Vorstellung, da gibt es eine materielle Basis auf der einen Seite und Kultur, die wäre der Überbau, ist für sie Kulturbasis. Deswegen auch Cultural Studies, Kultur als Infrastruktur. Das war ihr wichtiges Projekt. Kunst war also für die Cultural Studies de facto ein politisches Feld. Und das sind jetzt, das wollte ich als Hintergrund sagen, um auch zu sagen, in welcher Weise dieses Projekt, von dem ich jetzt erzähle, selbst eine solche Praxis sein will. Und ob es ihm gelingt, das können wir nachher diskutieren, weil wir haben das heute auch schon kurz angesprochen, offensichtlich füllt ja Politik heute Hörsäle, bringt viele Besucherinnen, ob sie dann auch tatsächlich Politik ist, darüber müssen wir einfach diskutieren. Das Projekt eben findet statt im Rahmen der Bergen Assembly 2016, das war diesen Herbst, ein sehr intensiver Monat, September, in Bergen, Norwegen. Ich bin Teil eines Kollektivs, das Free Thought heißt. Wir sind 6 Leute. Irit Rogoff ist sicher die maßgebliche Vorantreiberin von unserem Kontext. Aber Stefano Hani, Edwin Hiesfeld, Massimiliano Molono und Luis Moreno sind auch Kolleginnen von mir. Gemeinsam haben wir auf der Bergen Assembly ein Projekt gemacht, das eben das Thema Infrastruktur hatte. Wir haben uns also damit beschäftigt, inwieweit Infrastruktur uns derzeit ganz wesentlich regiert und welche Möglichkeiten es geben könnte, diese Infrastruktur sozusagen diesem Regieren auch zu entreißen. Das haben wir in einem Seminar gemacht, in Ausstellungen und einer großen Tagung. Und hier kann ich schon beginnen, davon zu erzählen. Also ich habe kurz erwähnt, dass es da eine Gruppe von Leuten gab, die eine neue Linke gründen wollten, die diese Zeitschrift gemacht haben, New Left. Universities and New Left Review. Die kamen aus der Uni raus und konnten sich gar nicht vorstellen, organische Intellektuelle zu sein, eine Zeitung zu gründen, ohne Orte, wo diese Inhalte auch diskutiert werden würden. Und daher haben sich in den 50er Jahren über ganz England Clubs und Debattenräume haben sie solche organisiert, ins Leben gerufen und dann auch noch diese verrückte Idee gehabt, ein Kaffeehaus zu machen. Sie wollten ein Kaffeehaus, sie haben ein Kaffeehaus gründen. Damals gab es eine große Kaffeehauswelle in Soho. Das waren lauter Espresso-Bars. Sie wollten ein Kaffeehaus, das mehr so wie am Balkan ist. Deswegen haben sie es Partisan Café genannt und sie haben es auch eine Anti-Espresso-Bar genannt. Dieses Kaffeehaus verstand sich tatsächlich als Ort, es war ein Treffpunkt der Intellektuellen in den 50s. Es sollte eben ein solcher Raum sein, in dem um Kultur herum sich die Idee einer neuen Linken überhaupt entwickeln lassen würde. Und so, es hat auch wunderschön ausgesehen, nämlich so. Und das sind jetzt, das ist jetzt der Innenraum, das liebe ich auch sehr, da sitzen die Leute um einen Tisch und vielleicht diskutieren sie oder essen miteinander und über ihnen sitzen auch Leute um einen Tisch. Die drei Gründer, die ersten Manager von diesem Partisan Café waren Stuart Hall, der eben dann eine wichtige Gründungsfigur der Cultural Studies wurde, Raphael Samuel, der Gründer der History Workshops Bewegung, das ist so eine Grabe, wo du stehst, Bewegung avant la lettre, also später dann eben, beginnt in den 50er Jahren, 60er Jahren in England diese Idee, Geschichte selbst in die Hand zu nehmen und nicht nur hegemoniale Geschichte zu lernen, zu sehen und zu verstehen und hat dann später in den 70er, 80er Jahren in Deutschland auch nochmal als Grabe, wo du stehst, Bewegung eine wichtige Rolle gespielt. Und Eric Hobsbawm, eine ganz wichtige Figur für die Geschichtsschreibung. Okay, ich habe mir gedacht, eine neue Linke wäre auch heute nicht schlecht, aber nicht leicht vorstellbar. Und in einem kulturellen Projekt auch, was macht das für einen Sinn? Was will ich da überhaupt? Wieso mache ich keine? Also ich habe meinen Kolleginnen von Free Thought gesagt, ich möchte keine Ausstellung machen, sondern ein Kaffeehaus. Ich bin nicht die Erste. Warum überhaupt ein Kaffeehaus? Was hätte ich da für einen Einsatz? Es
Ja, ich habe in meiner Arbeit als Kuratorin, die ich als ein Verhandeln mit der Realität verstehe, steht meistens vorher nicht fest, was passieren wird. Mir ist dabei sehr wichtig, wir haben ja von Oliver auch gelernt, dass, dass es darum ging, eine Öffentlichkeit zu organisieren, dass ich auch nicht komplett schon geschlossen bin in dem, was ich machen möchte und gleichzeitig mir bewusst werde über mein Eingebundensein in die bestehenden Machtverhältnisse, in dem Fall eine Triennale. Natürlich hat das auch viel mit City Marketing und so weiter zu tun. Und wir haben einen Ort gesucht für dieses Café. Und es wurde uns auch ein Ort gezeigt. Das war übrigens am Tag, nachdem wir ein Seminar gemacht haben, in dem es ganz viel um Stadtpolitiken ging und darum, wie Stadtpolitiken und Kultur, Ökonomien zusammenhängen können. Am nächsten Tag wurde uns dann dieser wunderschöne Raum gezeigt. Das ist die Feuerwehrstation in Bergen. Das ist die alte Feuerwehrstation, die eben nicht mehr jetzt in Betrieb ist. Und an dem Tag vor, ich glaube, 9 Jahren, als die Feuerwehr ausgezogen ist aus dieser Feuerwehrstation und quasi eine Top-Immobilie frei wurde im Zentrum der Stadt, hat der bestehende Feuerwehrhauptmann seinen ehemaligen Kollegen, den pensionierten Feuerwehrhauptmann, angerufen und ihm die Frage gestellt: Hast du schon mal was von Besetzung gehört? Uns wurde also diese Feuerwehrstation gezeigt und so als richtig so wie bei so einer Begehung in einem, irgendwo, wo gerade was gebaut wird. Wir haben uns so gesagt, wir könnten hier das einbauen und da das einbauen und wenn euch das gefällt, nach einer 2-stündigen Führung, 2 Stockwerke, haben sie gesagt, es wird nicht leicht, aber wenn ihr es wollt, dann können wir es für euch verwirklichen. Und dann haben wir gesagt, wieso wird es nicht leicht? Naja, der Raum ist eben nicht ganz frei. Das heißt, er ist nicht ganz so, er ist besetzt. Besetzt von wem? Von einer Gruppe von pensionierten Feuerwehrmännern, die eben mit ihren ganzen Geräten in den Garagen, da sieht man eine Garage, eingezogen sind, diese Geräte pflegen. Sie selbst übernachten nicht dort, aber diese Geräte haben eine solche Materialität und Größe, dass sie natürlich polizeilich dort rausgeholt werden müssten. Und da ja Feuerwehrmänner auch als Helden gelten in so einer kleinen Stadt wie Bergen, war die Polizei etwas ängstlich und außerdem hat ja die Stadt noch gar nicht gewusst, was sie mit den Räumlichkeiten machen soll. Schien so, als würde da so die Bergener Assembly eine gute Gelegenheit sein, um vielleicht auch so die Anhängerinnenschaft gegenüber den pensionierten Feuerwehrmännern aufzubrechen. Die pensionierten Feuerwehrmänner, die ich dann auch kennengelernt habe, haben das nicht nur besetzt, weil sie diese Garagen gebraucht haben, sondern vor allem, weil sie auch eine Forderung hatten. Und ihre Forderung, ihr großer Traum seit 9 Jahren, war ein Feuerwehrmuseum in der Innenstadt von Bergen, das sich auch dadurch rechtfertigt, dass sie eine wesentliche Sammlung von Gegenständen, die mit der Feuerwehr zu tun haben, nicht nur in Bergen, nicht nur in Norwegen, sondern in ganz Skandinavien haben. Und sie sind sehr stolz auf diese Sammlung und ihr Traum wollten sie eben sehr gerne hier installieren. Naja, also wir mitten in dieser Situation stellen uns natürlich zuerst schon vor, hey, das wäre super, da könnte man das Partisan-Café reinbauen, aber eigentlich nicht sehr solidarisch wäre es schon, wenn, also was machen wir jetzt so, oder? Es gibt 3 Möglichkeiten, wie wollen die raushauen vielleicht oder nicht, sollen wir einfach sagen, wir wollen mit diesem lokalen Konflikt nichts zu tun haben, wir wollen niemanden repräsentieren und vereinnahmen, das ist ja auch problematisch, oder sollen wir drittens schauen, was passiert, wenn wir mit der Realität verhandeln und mit diesen Feuerwehrmännern eben ein Gespräch suchen, was der Vorschlag war. Und ich habe dann mit der Künstlerin Isa Rosenberger zusammengearbeitet und habe ihr mein Projekt vorgestellt. Mein Projekt, also vielleicht machen wir da noch ganz schnell, also hier ist eben, das ist eben schon ein Ausschnitt aus dem Film von Isa Rosenberger, den sie gemacht hat. Da sieht man jetzt eben, wie einer der Feuerwehrmänner diese Geschichte erzählt. Das sind die Räumlichkeiten, wo ihr seht, dass eigentlich schon ein Amateurmuseum eingebaut war in die besetzten Räumlichkeiten. Das ist der Raum, wo ich die Feuerwehrmänner getroffen habe. Das ist ein Versammlungsraum, den sie selbst dort installiert haben, wo sie ihre Versammlungen, die ja politische Versammlungen sind, abhalten. Und ich bin eben an Isa Rosenberger herangetreten mit der Idee für mein Projekt für die Bergen Assembly, das den Titel hatte The Museum of Burning Questions. Hat das also den Feuerwehrmännern vorgestellt und ihnen gesagt, es handelt sich bei dem Museum der brennenden Fragen selbstverständlich nicht um das, was Sie fordern. Ich habe Ihnen gesagt, ich möchte ganz ehrlich mit Ihnen sein, ich spreche Englisch, es wurde teilweise übersetzt, Sie konnten aber auch gut Englisch, ich möchte ehrlich mit Ihnen sein, ich bin mir nicht sicher, ob wir benutzt werden.
sie sollen an jedem einzelnen Punkt, wo sie das Gefühl haben, es wäre besser, uns da jetzt nicht so wichtig zu machen und einzumischen, einfach sagen, dass wir gehen sollen. Mein Vorschlag ist eben, ein Projekt zu machen, das diesen Titel trägt, das sich selbstbewusst ist, dass es nicht ihr Projekt ist und dass vielmehr eine temporäre Allianz für den Zeitraum der Bergen Assembly ist, die möglicherweise in das Projekt einen neuen Drive, in ihren Kampf einen neuen Drive reinbringen kann. Ich muss es jetzt kurz machen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Wir haben eben mit Isa Rosenberger dann zusammengearbeitet. Wir haben in der Garage von dem Feuerwehr, das sind alles Ausschnitte aus ihrem Film, wir haben in der Garage, das ist dieses wunderschöne Feuerwehrhaus, tatsächlich das Partisan-Café hineingebaut. Isa Rosenberger hat mit Heidi Bretterhofer zusammengearbeitet und wir haben eine fantastische Einrichtung auch gemacht. Auch noch eine lange Geschichte von Solidaritäten und Arbeitsverhältnissen. Ich habe in einem 6-monatigen Prozess mit einer Gruppe von Künstlerinnen, Performerinnen und Kaffeehausarbeiterinnen und vor allem Vermittlerinnen darüber nachgedacht, was es heißen kann, Vermittlerin, Kaffeehausarbeiterin und Performerin zugleich zu sein. Das sind meine Kolleginnen in dem Projekt. Da jetzt noch ein Ausschnitt aus einem Programm am Abend. Wir hatten 21 Programmpunkte in 4 Wochen und da ist es jetzt die Einrichtung in dieser Garage, in der wir auch schon so mit einer musealen Präsentation gespielt haben. Erzähle ich kurz die Geschichte von den Feuerwehrmännern fertig. Ich meine, wir haben da mit ihnen zusammengearbeitet, es war tatsächlich ein geteilter Raum. Es war ein geteilter, besetzter Raum. Durch die Tatsache, dass er besetzt war, haben die Feuerwehrmänner unser Programm, das auch ein sehr feministisches Programm war, das eben, das ist jetzt ein Konzert von so einer Londoner queeren Band, die, in der Jenny Moore eben singt, die eine von unserem Kaffeehaus-Team war. Wir hatten wirklich den Eindruck, dass die Tatsache, dass wir diesen Raum gemeinsam teilen, auch widersprüchliche Dinge, die wir denken, brauchen und wollen, weniger zu etwas macht, was uns trennt. Das war ein total interessanter Eindruck, obwohl wir ja, hier auch deshalb diese Frage, aus einer soziologischen Perspektive sehr vieles nicht gemeinsam haben. Also wenn wir uns die Frage stellen, das war dann sozusagen die Performance-Entscheidung der meisten von den Kaffeehausleuten, weil wir eben ein halbes Jahr lang diskutiert haben, ist es Performance, ist es Vermittlung, wie wollen Sie auch die politische Dimension reinbringen? Und die haben das dann auf diese eine Frage auch reduziert, mit der jedes Gespräch begann, what kind of coffee do you want? Und diese Frage, die auch so einen Nachklang haben soll im Hinblick auf darauf, warum ich eigentlich einen anderen Kaffee möchte, als dieser Feuerwehrmann, mit dem ich in diesem Café sitze. Oder auch nochmal vielleicht zurück auf diese Frage, warum war eigentlich das Partisan Café eine Anti-Espresso-Bar? Wir haben diesen Raum geteilt, die waren gut drauf. Die waren auch gut drauf, weil ein großer Erfolg für sie stattgefunden hat. Ein Erfolg, der im Wesentlichen sicher ihrem jahrelangen Kampf um dieses Feuerwehrmuseum zu verdanken ist, aber möglicherweise auch durch unsere Allianz nochmal eine neue Perspektive bekommen hat. Sie haben nämlich genau 3 Wochen vor der Eröffnung der Bergenassemble einen Bescheid der Stadt Bergen erhalten, dass in diesen Räumlichkeiten ein Feuerwehrmuseum in Bergen sein wird. Ich würde sagen, hier endlich mal, ich habe jetzt lang geredet. Ja, vielen Dank auch für die Einladung und Vorstellung, Oliver und Nora. Ich habe eigentlich nur als Stichwort eben diesen Titel bekommen, Kunst als politisches Feld, und habe versucht, mir dazu was aus den Fingern zu ziehen. Und das Erste, das Naheliegendste ist natürlich die Frage, was können wir gewissermaßen im Kunstbereich tun, jetzt, die Aktualität der Situation. Die Wahl ist ja sozusagen, sind wir nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen, aber das heißt ja nur, dass das Thema etwas aufgeschoben ist, und es ist ja auch hier an der Universität für angewandte Kunst auch diskutiert worden, was tut man in dem Fall, wie kann man reagieren auf Umstände, die sozusagen gewissermaßen die Rahmenbedingungen des normalen Funktionierens der Institutionen in Frage stellen und damit sozusagen die Politizität des Kunstfeldes, des
Erziehungs-, Ausbildungsfeldes sozusagen ganz massiv hervorbringen. Und in den USA schlagen sich ja alle fast die Köpfe ein, auch über die Fragen, was man jetzt zu tun habe. Und diese Ideen des Art-Strikes werden ausgegraben, worüber sich Trump und Konsorten natürlich nur freuen können, nicht, wenn wir einfach unsere Arbeit nicht machen. Das heißt, da fehlen gewissermaßen auch, oder zumindest so nehme ich es wahr, so in einer bestimmten Naivität, die Möglichkeiten, das als tatsächlich als Streik politisch zu machen und zu kommunizieren. Aber genau das wäre natürlich eine interessante Frage. Und aber die Versuche, wie bis hin zu Richard Prince jetzt sozusagen das Zurückziehen einer Arbeit, die er an irgendjemanden aus dem Umkreis von Trump verkauft hat, etc., also zeigt ja an, wie sehr die Bemühungen da sind, um sozusagen ein politisches Zeichen von sich zu geben, aber eben auch, wie schwierig das eigentlich ist. Und das hat eben mit, denke ich, mit dieser Situation innerhalb der liberalen Institutionen, der Ausbildungssituationen zu tun, aber nicht nur, weil natürlich das gesamte gesellschaftliche Klima und die Situation ja sich auf eine Art und Weise auch verändert und zugespitzt hat, die sehr, sehr schwierig macht, sozusagen in einer klassisch linken, sozusagen eindimensionalen Lösungsgewissheit aufzutreten. Zum Beispiel, was macht der organische Intellektuelle am 31. Dezember in Köln am Abend? Verteidigt er die Frauen gegen sexistische Übergriffe oder verteidigt er Migranten gegen sozusagen das Racial Profiling der Polizei? Das sind so typische, finde ich, Konflikte, mit denen wir heute zu tun haben, die sehr, sehr schwer sozusagen eben in eine eindimensionale sozusagen Befreiungslogik umzusetzen sind. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, sich auch die Frage zu stellen, sozusagen den zweiten Aspekt, der über das hinausgeht, was können wir tun oder wie können wir, und ich habe nämlich auch keine konkreten Antworten, was wir tun können, aber wie können wir die Frage stellen? Und deshalb ist es, denke ich, auch wichtig, einen Blick darauf zu werfen, was gewissermaßen, was Oliver ja angesprochen hat in der Einleitung, wie diese Strukturierung der Gesellschaft eigentlich aussieht, diese Aufteilung der Felder, inwiefern ist das Kunstfeld ein politisches Feld oder wie weit reicht gewissermaßen die Autonomie als Kunst im Kunstfeld, dem Feld der Politik gegenüber, wie können wechselseitige Bezüge überhaupt stattfinden. Und ich denke, das ist für mich sozusagen auch ein Teil meiner Geschichte der Auseinandersetzung seit den frühen 90er, was damals Repolitisierung des Kunstfeldes hieß oder der Kunstbereich als politische Option, indem man versucht hat, sozusagen den Kunstbereich mehr oder weniger wie eine Ressource zu benutzen. Nicht? Da kann man, da gibt es Geld, damit kann man Dinge organisieren, die kann man auf ganz bestimmte Art und Weise einsetzen. Und man kann sozusagen, aber dahinter stand auch immer wieder sozusagen aus der avantgardistisch-antiästhetischen Tradition heraus oder funktionsästhetischen Tradition heraus der Anspruch, dass wir gewissermaßen Kunst generell politisieren können und sollen vor allem. Das denke ich war der wichtige Anspruch dahinter. Und ich denke, die Frage, inwieweit diese Politik, die innerhalb des Kunstfeldes stattfindet und die Politik im Politikfeld, wie diese Relation überhaupt aussehen kann, die ist ja ein Teil auch der langen sozusagen ästhetischen Reflexion, ob eben überhaupt so eine Eigenständigkeit des Feldes da sein soll oder umgekehrt auch eben in dieser idealistischen Tradition von Schiller bis zu Adorno hin, dass das eigentlich das Kunstfeld, also das eigentlich politische Feld sein, ne? Dort, ne? In der Kunst, nistet ja der Rest des nicht entfremdeten Lebens etc. Und das heißt, die politische Theorie bei Adorno ist ja im Kern Kunsttheorie. Und das, denke ich, ist sozusagen dem Schillerschen Erbe verdankt. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, sich das auch in Erinnerung zu rufen, wie wechselseitig, auch wenn es also aus meiner Sicht sehr schwierig ist, an solche Konzepte direkt anzuschließen.
Aber deshalb würde ich eben nicht für die Auflösung der Differenz der Felder argumentieren, sondern eher dahingehend, wie wir diese Differenz denken können, wie sie sich historisch ausgebildet hat, warum, wie wir diesen Differenzierungsprozess, Luhmann hat das ja versucht, aber ich finde die Bourdieu auch wesentlich überzeugender und naheliegender. Auch vor allem, aber beide hatten ja immer wieder versucht, wie kommt es überhaupt zu so einer Ausdifferenzierung, zum Beispiel von Kunst und Politik oder vor allem Kunst und Wissenschaft oder Wissenschaft und Religion. Also da, man sieht sofort, das überlagert sich ja auf verschiedenen Ebenen. Hier gibt es gar nicht einen einzigen grundlegenden Antagonismus, sondern unterschiedliche Register, auf denen diese Ausdifferenzierungen stattfinden. Und das Schwierige dabei ist oft zu verstehen, dass Autonomie ja eben nur über einen solchen Austausch überhaupt erst herstellbar ist. Das heißt, Autonomie braucht eine bestimmte Art von Bezug. Und das heißt, wir wissen das überhaupt nie ganz genau, wenn wir über Kunst und Politik reden, ob wir auch damit sozusagen funktional eigentlich der Autonomisierung Vorschub leisten oder ob wir sie auflösen. Ich denke, dass das grundsätzlich nicht eindeutig zu bestimmen ist, aber das Risiko muss man eben auch auf sich nehmen. Aber deswegen denke ich, dass auch die Reflexion darüber, wie diese Funktionsweisen eigentlich stattfinden, so wichtig sind, um überhaupt die mögliche Politizität der Dinge, die wir im Kunstbereich machen können, abschätzen zu können. Ja, und ich denke, das weist auch darauf hin, dass es hier keine gewissermaßen globalen, überhistorischen Lösungen und Losungen geben kann, sondern dass die immer sehr, sehr spezifisch, historisch spezifisch sein müssen. Bourdieu selbst hat sich ja vom vehementen Kritiker der Autonomie zu einem ebenso vehementen Verteidiger in den 1990er Jahren entwickelt, aufgrund der Erfahrung mit dem Neoliberalismus, als plötzlich sozusagen alle Institutionen nur mehr nach ökonomischen Kriterien organisiert werden sollten. Klar war, so nicht. Das ist nicht die Kritik der Institutionen, wie man sie sozusagen in den 70er Jahren sich vorgestellt hat. Sondern plötzlich schien es ganz, ganz wichtig zu sein, die sozusagen bestimmten Aspekte, das was Bourdieu dann Semi-Autonomie nennt, wobei das natürlich ein schwieriger Begriff ist, halb voll, halb leer, was kann das eigentlich heißen? Aber es ist natürlich ein interessanter Begriff, genau weil er so unbestimmt ist und weil er sozusagen die Autonomie nicht über Bord wirft, sondern mit hineinnimmt, mit in das Problem. Und von daher, dort muss sie eben auch diskutiert werden. Und ganz ähnlich kann man eben Obamas letzte Reden vor der UN und jetzt auch in der Abschiedsrede, ein massives Plädoyer zur Verteidigung der liberalen Institutionen lesen. Also auch vor einem eigenen institutionskritischen Hintergrund ist man sehr geneigt, das so als pure Ideologie abzutun. Aber ich denke, da ist natürlich auch was dran. Und in angesichts der sozusagen rechten Bedrohung, die für die meisten der Institutionen, die sich sozusagen irgendwie progressiveren Vorstellungen von Ausbildung, Kunst oder was auch immer verschrieben haben, sicherlich äußerst bedrohlich, zeigt das auf einer prinzipiellen Ebene, dass die liberalen Institutionen eben aus einer linken Perspektive vielleicht Gegner sind, aber sicher keine Feinde. Und dass der Unterschied eben ganz, ganz grundlegender ist. Und ein grundlegender, den man sich in auch allen antikapitalistischen Furor sich öfter sozusagen durch den Kopf gehen lassen sollte, dass man mit einem Banker vielleicht sich doch auch mal oder einem Rektor einer Universität oder einem Professor einer Universität an den Tisch setzen kann und reden kann, aber mit einem rechten Rassisten etc. eben nicht. Und die Unterscheidung, was da Gegnerschaft und was Feindschaft ist, ist eben, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und aus der Begründung heraus, denke ich, ist es so wichtig, eben diese Autonomie, Semi-Autonomie der Institutionen tatsächlich zu verteidigen. Und zwar nicht nur, weil es dabei auch um unsere Privilegien geht, und um die geht es sicherlich auch, das ist keine Frage, sondern auch auf einer grundsätzlichen Ebene, weil eben eine reine Politisierung aller kulturellen Felder mir auch fragwürdig erscheinen würde, weil ja die Politik selbst eben nur ein bestimmter symbolischer Modus ist, wie wir kommunizieren, und nicht notwendigerweise der Gute. Die Rechten machen auch Politik.
Das wäre, ne, Politik per se ist nicht gut. Es gibt auch ein sehr instrumentelles Verständnis von Politik, ne, wogegen Johannes Agnoli in den 70er, 80er Jahren schon angerannt ist, ne, mit seiner Kritik der Politik, was ich denke auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Ne. Das heißt, Autonomie in dem Sinn zu verteidigen, heißt also weder gegen reine Politisierung noch sozusagen gegen diese natürlich Fiktion, dass es tatsächlich so etwas wie Autonomie geben kann und selbst in der agonistisch sozusagen progressiven Lesart, aber dass Autonomie eben der Bereich ist, um den auch gestritten werden muss. Und deswegen finde ich eben auch Praktiken, politische, aber auch künstlerische Praktiken, besonders dort interessant, wo sie eben diese versuchen, diese Grenzen mit zu definieren. Wobei es mir meine Vorliebe dann ständig also viel eher darin liegen, sozusagen bei Positionen, die diese Autonomie auch nicht auf gewissermaßen bohemistisch krasse Art zum Ausdruck bringen. Oder indem man sagt, man benutzt es eben jetzt mal aktivistisch, weil die Situation danach ist. Ne? Während meine Liebe nicht so sehr hingeht in Bezug auf das sozusagen professionelle Bespielen der Institutionen und der Felder. Ne? Da sehe ich sozusagen das größere Problem darin, weil darin sozusagen Autonomie gewissermaßen also fast schon naturalisiert wird auf eine Art und Weise und als etwas Verfügbares erscheint, was es, glaube ich, eben nicht ist, ne? Weil da so im Moment das sozusagen der Zuhandenheit performt wird, die mir sehr fragwürdig erscheint. Also grundsätzlich, und damit möchte ich das auch gleich abschließen und das können wir in der Diskussion weiterführen, denke ich, dass wir auf einer grundsätzlichen Ebene eben Autonomie unbedingt verteidigen müssen, dass aus meiner Sicht das überhaupt keine Frage ist, aber dass es natürlich eine große Frage ist, wie wir diese Autonomie dann beanspruchen können und in welcher Hinsicht und wie eben unter bestimmten Umständen diese Autonomie eben auch sozusagen eben genau in ihrer Unbestimmtheit interessant sein kann als eben Art politischer Artikulation. Okay, danke Oliver für die Einladung und danke an ECM. Ich bin Ivana, die Wienwoche, Mitglied im Wienwoche-Leitungsteam und mit mir ist Natascha Matskuljak, auch die Wienwoche-Leitungsteam-Mitglied. Wir werden am Anfang zwei Videos zeigen. Eine ist ein Film, die war in Wienwoche 2016 produziert. Unser Thema war Forever Together und die zweite ist ein Film von Dokumentation von Cantino Corazon. Okay, das ist gut. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. My co-pilot and I want to welcome you on board of PPC Airlines. Once I was in threat of deportation and that time I prevent to stop my deportation by myself and also with the solidarity of passengers and with the cooperation of the pilot of that plane. But how it's possible that an airline company, the ultimate symbol for the freedom of movement, are taking in such kind of practices? That's why I decided to make my own airline company, PPC Airline, an airline that explicitly rejects deportations and promotes voluntary traveling. Before departure, we want to ask if there is anybody who is flying involuntarily. If so, we kindly ask to release this person immediately. Excuse me? Yes, please. Are you a voluntary traveler? Yes, I'm voluntarily traveling to see my family at Christmas. I have to go to a job interview in Belgrade. A demonstration question. Yes, I'm of course. Yeah. I'm going to demonstration. And studying abroad. And by the way, I got some bonus miles from PPC because I helped to actively resist against deportations in other airlines. That's very nice. Well, the reason why I become a pilot, because I believe that airplanes are to bring people together. But I was in shock to see airlines cooperation with national government to deport people against their will.
I always hated it, how deportation was happening in the former airlines I've been working for. I usually tried to convince the pilots to stop them. And the solidarity of the passengers is very important too. As a pilot, I never deport people. I take them to a place of their choice. Our next project will be to create a safe sky passageway over the Mediterranean Sea, because we cannot see the people dying on the boats and drowning in the sea, while we have aeroplanes. With BBC Airlines, my job finally is to bring people together. PPC, we fly you wherever you want, and if you don't want, we don't fly. PPC, we overcome borders. Why did you say that? In which situation do we choose to stay silent? Mm-hmm. Or look the other way, or not stand up and speak up for other people, or speak up also for ourselves? Please take the cards and mix them. And mix, put the, your energy inside of it. And you have to breathe very deeply so that the cards can hear you, so that the cards can feel you. I cannot hear your breathing. I know it's not easy as a white woman to do this with the spirituality, but please, breathing is a good start. So what I will ask you is to choose one card from every set. You can decide what set you want to choose. Just, so we need three cards. With the canon of knowledge, that is basically male, white, they're not rational. They're more under the normal. You know, this might be the other. Maracame is called the shamans in Latin America. They can shapeshift. Me is a maracame. I can shapeshift from two birds. I am the birdman. They called me the birdman in this indigenous village where I lived. Because I came with the plane. I told them I came from the air. They thought I'm a bird. So they said I'm a bird man. I would say we will give a short introduction. What are our how we entered in the art as a political field from two different practices and two different experiences. One from the social movement and the other from the, let's say, institution of arts. And Natasha, you start. Okay. I also wish to thank you for the invitation and thank you for nice introduction of we all and two of us. As Ivana said, we come, like our background, we worked together for about 4 years. But our background, let's say historical background, how we entered into the art field are different. So mine is that I'm activist actually more than 20 years, and my activism started as when I was 14 years old. I was a refugee from Bosnia in Serbia, in Belgrade, and there I entered into the House of Women in Black. Women in Black is a feminist and anti-war and anti-fascist group. It is international, but in Belgrade, that time, during the 90s, when there was a war in XU, they were very much active in making the protests on the street. So I was there as a refugee, living in the House of Women in Black, so I grew up with them, going on the streets and protesting against the Milosevic regime,
And through this activism, let's say, I entered into the also kind of art field, because women in black used to use a lot art in using forms, artistic forms, and in protest. So as you can see, there are a lot of kind of artistic aspects there. For example, one of these during the 90s, in the period of 90s, there was to stand there in front of the parliament, to stand in silence. So this silence was a kind of art fact, but it was a protest. Later, and they also used to invite a lot of different feminist artists who was collaborating with them. So this was my beginning, and only later on I lived in Italy, and there I entered into institution of art, and here also I came in Vienna and I started to study in Academy of Fine Arts, where I then actually started to gain the knowledge through the institution and to see how the art is practiced and it's learned and what kind of methodologies are used and what kind of practices there are within the institution. But of course, I continued also to deal with kind of, let's say, political questions also in Academy of Fine Arts, and I was doing many different performances that was dealing with the issues of me, that was my personal also issues, migration, precariousness, gender issues, and so on. And I had a different experience also in Belgrade in 2000s. I studied art history, but actually entering the political field happened through the experience of do-it-yourself curatorial work. And we organized one space in Belgrade. It was called Context Gallery. And we were very much working on the topic of post-war and the situation, networking in the post-Yugoslav space, also collaborating with different activists. That's how we came into contact really with social movements. And we collaborated with the Queer Belgrade Festival and hosted some of the workshops that was happening actually like in a clandestine way. And then one of the interesting and very extreme experiences of where art institution, like no matter if it's a self-organized off space or a museum, comes really in creates some kind of like a conflict space or conflictual public discussion. And this was an exhibition that we organized in 2008, which was called Exception, and it was presenting the works of contemporary artists from Kosovo, Albanians, which was it came to a very big protests and campaigns in media first from the extreme right wing and the neo-fascist groups, who actually came and disrupted the opening and destroyed an artwork, and then gathered around the streets of the gallery. And this was all blocked by police cordons, and actually the whole opening stopped then. And the exhibition was not then reopened. This I mentioned as kind of like extreme situation that happens actually not so often in the institution of arts. Afterwards, I came to Vienna, or parallelly to this, I came to Vienna and did different kind of projects also with Natasha. We did one performance, Fußbaustelle it was called, and it's an interesting example because in our or my own curatorial practice and artistic practice, the knowledge from activism that actually questions a lot the structures, hierarchies, access, participation, who can participate in the society, in the institution of arts, is something that informed a lot my practice. And for example, in this project, performance project, Fußbaustelle, we made like a call that anybody can join. And then this kind of practice we continue in Wien Woche. Yeah, now we are part of Wien Woche, and Wien Woche is a contemporary art and cultural project that is happening actually in a form of festival every year in September. And
We see work of Wim Wohe as engagement in social, political and cultural debates here in Vienna. So we are trying and using and experimenting different methodologies and practices that are based on collectivity, on interconnectedness and on participation. So how we actually use these methodologies is that we make open call and invite local actors to participate and to develop the projects. So these two projects that we show you, they were chosen by last year's election, and one of them, as you see, was Protest Production Collective. They are actually, let's say, they became part of Wim Wohe because for us continuity and to develop a community is important in Wim Wohe, and to keep this continuity in creating community was important. So Protest Production Collective actually, they developed in a context of Vienna refugee protest camp. There are a lot of migrants and refugees there, but there are also very much activists who support migrants and asylum seekers, but there are also artists. And for them is, they are united in a mutual research in expressing a radical stance against violence of the ruling regime, favoring inclusion and exclusion. And they share their own views by actually making short movies. So for them, these short movies, these artifacts are actually a method to express their own issues. These are some stills of some movies that they presented this year. How they function as a collective is actually that for them, authorship is not that important, but they say they are Protest Production Collective, they are anonymous, so there are no names of those who are organizing all this. They are actually giving the space to those that usually do not have possibility to have the space to express themselves and to talk for themselves. So what it means, they invite migrants, they invite asylum seekers, and they give them possibility to make their own movies. So you see they are not objectified here, but they are subjects who talk for themselves about their own struggle and about their own, let's say, the whole way how they came here and what kind of violence and regime they used to face. Yeah. And another example of a project is Cantina Corazon, but Ivan, you may say maybe also I mentioned why we bring these two projects is also because they are in a way similar to our experiences that of our entrance point in the art as a political field from the social movement and then from the art institution. And the Protest Productions Collective is an example of this kind of like organic connection between social movement and artistic practice. And this, you can see that the collective is not only making own films, but they organize the filmmaking of asylum seekers and refugees and make a discussion on the this kind of like very hardcore situation of deportations and exclusion. And the other project that we showed the film in the beginning is Cantina Corazon, which was a project that was the concept was made by Gerardo Montes de Oca that we invited, and as a part of our open call there was another project of that kind as well. They were not here, anybody could join without the selection process, and then the groups that gathered in this project, groups of people, they negotiated in a very horizontal way what they will do, how they will share the resources, what will be the output, and so on. And of course, these kind of projects are also a risk taking if you experiment with, because for us, Forever Together, politics of connection, love, and friendship was a topic that
it comes from also our need to create the communities and as being migrants here. And Cantina Corazon had also this kind of like creating an ambivalent space, a cafe house. This is also interesting because Nora also talked about the need for a cafe house or as a place of discussion, as a place where also conflicts happen, because Cantina Corazon was not only talking about connecting, but also where are the moments that are troubling in making the connections. And from a decolonial perspective, but also from people here, because this decoloniality or the post-colonial situation, as well as post-imperialism, is also something that defines very much and influences European space or Western European space. And the Cantina Corazon also brought these ambivalences through two formats. One was a performance format that you saw a little bit in the beginning in Café Weidinger, as a kind of a decolonial tarot readings, and also psycho-spiritual activist Kegelbahn Turnier, where people were invited to take part in the Kegelbahn Turnier and destroy the different mechanisms of power. And the other was the stage events in Café Riplacht, with different titles, like the open stage, and also like share the stage, break the privilege, and so on. So we wanted to talk really from this kind of different experience, also bring other people with whom we work on as a part of this topic, and especially point out at these two points of entering the field of art as a political field. Yeah, so. Thank you. Der letzte Vortrag, die Vorstellung von Ivana und Natascha, haben, glaube ich, sehr schön noch wieder, das hat sehr schön den Bogen geschlagen zur ersten Präsentation von Nora. Deshalb, weil wir doch auf die Frage des Verhältnisses von Aktivismus und Kunstproduktion, von sozialen Bewegungen und Kunst angesprochen wurde, vor allem auch, ich denke, sehr wichtig die Frage der Kontinuität, die ihr angesprochen habt, in der Arbeit mit bestimmten Communities. Das ist ja ein jährlich stattfindendes Festival. Und das Problem im Kunstfeld, also Kunst als politisches Feld, besteht ja auch darin, dass die Autonomie durch solche Phänomene wie Festivalisierung verloren geht. Also Festivalisierung, einmal im Jahr wird was abgefackelt, und dann muss unglaublich viel öffentliche Aufmerksamkeit generiert werden und auch Geld generiert werden. Und dann ist es wieder vorbei und die Gelder fließen nur noch in Festivals, nur noch in kurzfristige Projekte, nicht mehr in Institutionen. Und eine der Voraussetzungen für die Autonomie oder Semi-Autonomie, wie wir es nennen wollen, von Institutionen ist ja, dass sie gefördert werden. Also dass auch Geld reinfließt und das Geld, zwar das Geld auf Festivals umgeleitet wird, haben wir ein Problem. Insofern ganz interessant, dass ihr eben diese Frage der Kontinuität stellt und damit auch in eurer eigenen Praxis als Kunst- und Kulturarbeiterin mit sowohl einem politischen als auch einem künstlerischen Anspruch anschließt an das, was Nora am Beginn gesagt hat, zu dieser Funktion des organischen Intellektuellen oder der organischen Intellektuellen im Kunstfeld als einer organisatorischen Praxis. Also man organisiert etwas und man muss auch die Verbindung zwischen Kunst und Politik, die ja nicht, jedenfalls wenn wir von aktivistischer Politik sprechen, nicht immer schon da ist, aber gegebenenfalls unter bestimmten historischen Umständen, wie Helmut zu Recht hingewiesen hat, wie beispielsweise gerade in den Aktionen gegen Donald Trump in den USA, immer wieder herstellen. Also das ist ja tatsächlich eine organisatorische Funktion und in diesem Herstellen, das habe zumindest ich gelernt von Helmuts Vortrag, in diesem Herstellen wird immer auch das Verhältnis zwischen der Autonomie der eigenen Institution, der eigenen Praxis als Künstler, als Künstlerin, als Kurator, als Kuratorin auf der einen Seite und den politischen Ereignissen, also der Heteronomie, die einen dazu zwingen, gelegentlich auch durchaus zwingen, jetzt politisch aktiv zu werden unter bestimmten solchen Bedingungen, muss immer erst hergestellt werden, muss organisiert werden, muss ausverhandelt werden und steht miteinander vielleicht sogar im Konflikt. Bei dem Thema Autonomie, Heteronomie
das interessiert einen natürlich, wenn man darüber nachdenkt, einerseits, was ist eine Ausstellung, andererseits, wie ist eine Ausstellung oder was ist, inwieweit kann Kunst eingreifen. Das Problem ist, aus meiner Sicht, und ich finde, das hast du super deutlich gemacht, dass beide, sowohl die Autonomie als auch die Metronomie, also eigentlich könnte man jetzt auch sagen, sowohl die bildende Kunst als auch die angewandte Kunst, super kapitalisierbar sind, jeweils in unterschiedlicher Weise. Und das, wir wissen, dass sie kapitalisierbar ist, ist auch kapitalisierbar. Und das ist eben so die Situation, von der aus du sprichst und wo du uns dazu zwingen willst, indem wir uns das bewusst zu machen, die an einen Punkt zu kommen, wo vielleicht auch was kippt oder bricht, gerade auch in dieser Widersprüchlichkeit. Und das gefällt mir sehr gut, das interessiert mich. Was mich aber noch mehr interessiert, ist mir die Frage zu stellen, wie ich das nicht nur wissen kann, sondern wie da auch etwas geschehen kann. Und da interessiert mich jetzt auch aufgreifend, was du angesprochen hast, gerade ein gleichzeitiges Bestehen auf Autonomie und Heteronomie und ein Gegeneinander ausspielen. Weder habe ich ein Interesse daran, wie das bei mir in der Alten Universität jeden Tag von mir erwartet wird, meine Praxis als gesellschaftlich relevant zu verkaufen in dieser Innovationsinstitution, noch habe ich ein Interesse daran, sozusagen ihren Wert durch die unglaubliche Genialität ihrer Autonomie zu steigern. Was mich interessiert, ist eben nicht nur das beides sagen zu können, sondern was passiert, wenn ich von meiner Autonomie Gebrauch mache, um möglicherweise in Solidarität mit den bestehenden sozialen Kämpfern etwas zu tun. Dass dabei die liberalen Institutionen keine Gegner, sondern Feinde sind, finde ich auch ganz wichtig. Ich finde, das Kaffeehaus ist auch eine liberale Institution. Tatsächlich geht es mir da, also denke ich, sind da zwei Sachen wichtig. Gibt's, also einerseits bestehen wir auf liberalen Institutionen, die meistens schon corporate sind. Also eigentlich ist das eh auch so irgendwas zwischen Autonomie und Heteronomie oder eben so einem Wegkunstwerk wie PPC. Und das mag ich dran, das ist eigentlich auch eine Verhandlung mit der Realität, ein Bestehen auf etwas, was es kaum mehr gibt und dennoch darauf bestanden werden kann, weil wenn darauf nicht, weil kriegt es nicht. Das Arge ist ja, dass diese Corporates selber die Universitätsperformance die ganze Zeit haben. Also die wollen ja auch dauernd Universität spielen, obwohl sie es schon längst nicht mehr sind. Und wie verhandeln wir da drin, wie gehen wir mit dem um? Das heißt, teilweise geht es um eine, eigentlich glaube ich im Verhältnis zu diesen Institutionen, geht es um alle möglichen, auch widersprüchlichen Strategien, weil das, was in ihnen hegemonial stattfindet, auch widersprüchlich ist. Sowohl Allianzen mit den Institutionen, als auch ihre Unterwanderung. Sowohl offene Kritik, als auch die Möglichkeit, mit ihnen zu kooperieren oder in ihnen auch was zu werden, was man ja nicht sagen kann, dass wir das alle nicht wollen. Ja, zur Sache mit dem Kaffeehaus. Ich freue mich irrsinnig drüber. Wir wollten mal für die Wiegenwoche ein Kaffeehaus machen, das ist dann nichts geworden, weil es so bürgerlich erschien. Es ist schon ein bürgerlicher Raum. Es ist ganz klar verankert in der Geschichte eben des, sozusagen der literarischen Öffentlichkeit, der Literatur als politisches Feld, der Herstellung von Öffentlichkeit, wie wir von Habermas lernen. Das Kaffeehaus war gerade der Raum, wo vielleicht auch beim Reden die Leute so zusammengekommen sind, dass eine andere Wahrheit denkbar wurde als die mächtige Wahrheit von vorher. Was können wir davon lernen? Das Kaffeehaus ist sozusagen sowohl ein homogener Raum als auch ein Potenzial für einen heterogenen Raum. Das finde ich, hat sie ja total schön gezeigt. Kann auch Konfliktraum sein. Für mich war das auch sehr schön zu sehen, wie diese Leute kurz nach dem Zweiten Weltkrieg da zusammenkommen. Also wie Raphael Samuel und Stuart Hall, ja einerseits auch total Oxford, also in Oxford absolut, sie sind ja ziemlich angekommen auch so in einer hegemonialen Wissensproduktion und dort dennoch ganz offensichtlich da in dieser auch marginalisiert. Und das finde ich schon interessant, eben diese doppelte Funktion des Kaffeehauses. Ich sage noch zwei Sachen ganz kurz, nämlich ich finde es auch wichtig, über Ökonomie und Arbeitsverhältnisse zu sprechen, wenn wir über diese Frage des politischen Feldes sprechen. Auch da Dinge gegeneinander auszuspielen und sichtbar zu machen und auch zu fragen,
inwieweit funktioniert das als ein Zeigen von Machtverhältnissen und inwieweit auch als ein Verdecken. Ich habe mehrmals das Projekt Partisankrieg vorgestellt und die Zusammenarbeit mit den pensionierten Feuerwehrmännern und an unterschiedlichen Stellen die Frage bekommen, wieso ich mit weißen Männern kooperiert habe. Diese Frage finde ich ein Spiegel für unseren Diskurs und deswegen ist sie mir wichtig. Ich finde sie wichtig, uns vor Augen zu führen, warum sie aufkommt. Meine Antwort auf diese Frage ist, dass ich es Teil der Kapitalisierung unseres Diskurses finde, dass wir glauben, mit wem wir in einem politischen Moment zusammenarbeiten können. Wir glauben, dass in dem Sinn die kuratorische Funktion ist, die Öffentlichkeit zu organisieren, wie wir wollen. Und aus dieser Perspektive kann dann überhaupt so eine Frage kommen. Wieso hast du mit den weißen Männern kooperiert in einem Moment der Gefahr, dass die innerhalb eines konkreten Kampfes um diesen Raum dort rausgeworfen werden? Das würde ich gerne auch nochmal im Zusammenhang mit dem, was wir hier machen, im Auge behalten. Ja, ja, ich denke auch, dass man Autonomie als etwas sozusagen eben absolut zu verteidigen ist, aber gleichzeitig eben als etwas extrem Prekäres, als etwas extrem Privilegiertes gilt, dass man, vor allem wenn man sie auch repräsentiert über Jobs etc. Oder bestimmte Funktionen. Und dem kann man eigentlich nur begegnen, indem man, also ohne so ein reflexives Moment in Bezug auf die eigene Institutionalität oder die eigene Diskursivität, wie man sprechen lernen muss, um bestimmte Jobs zu bekommen oder wie man schreiben lernen muss, um gewisse Anträge durchzubekommen, um die Dinge machen zu können. Darin akkumuliert man ja ganz bestimmte Kapitalien. Und ich denke, und das hatten wir mal im Gespräch, ich glaube, das von dir, dass man so die Tendenz hat, das zu vergessen. In dem Moment, wo man in der Position ist, denkt man, das ist alles, das kommt ganz natürlich und das hat man immer schon verdient oder so. Und ich denke, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der macht es einem sehr, sehr schwer, sich in der, man kann da kritisch sein, aber gleichzeitig repräsentiert man natürlich die Institution. Man ist gleichzeitig das Problem, was manchmal dazu führt, dass heute, was weiß ich, Sven Lütteken hat auch unlängst im IFLAG so einen Text geschrieben, wo er uns alle nur mehr zum Problem erklärt hat. Und die islamistischen Wahnsinnigen haben überhaupt kein Problem mehr, weil sie total entschuldigt werden, dadurch, dass wir wiederum das Problem auf uns nehmen. Und das geht ein bisschen weit, aber es zeigt natürlich genau diese Spannung und dieses Problem an, in dem wir, denke ich, alle leben, in unterschiedlicher Form, weil wir auf unterschiedliche Art und Weise immer schon sozialisiert oder institutionalisiert sind. Und das Kaffee finde ich auch so einen ganz wichtigen Ort, tatsächlich für mich war das auch so persönlich, ich habe sehr lange in München gelebt und München ist eine Stadt, die jetzt kaum Kaffeehäuser hat. Im Gegensatz zu Wien, was wirklich meine These immer war, dass deshalb ist sie auch keine intellektuelle Stadt. Deswegen gibt es auch keine Buchhandlungen etc. Und das macht einen ganz großen Unterschied aus. Aber natürlich würde ich auch übereinstimmen, dass das Café ist natürlich eine Parade bürgerlicher und liberaler Institutionen. Aber da geht es ja eben genau darum, eben unterschiedliche Institutionsformen zu beanspruchen, in die Zwischenräume hineinzugehen. Und ich denke, sozusagen die jetzt, was in beide Richtungen geht, so für mich nochmal interessanteste Frage dabei, aber was passiert jetzt im Café? Wie ist die politische Versammlung gewissermaßen oder soziale Versammlung? Das kann ich ausgehen, kann wesentlich über den gewissermaßen die normale Repräsentativität der Mainstream-Gesellschaft hinausgehen. Aber es macht sich Judith Butler hat ja darüber geschrieben, jetzt ausführlich, über was das schon bedeutet, wenn wir einfach nur körperlich einen Raum teilen oder einen Ort. Aber ich denke, da ist die grundlegende Frage, wie wird dieses Soziale dann politisch? Weil per se können wir uns immer überall treffen und einen Kaffee trinken und da tut sich gar nichts. Und das kann nett sein und was auch immer. Aber es ist eben sehr schwer, die Momente herauszufinden, wie das, auf welche Art und Weise das organisiert werden kann.
Und das interessiert mich auch ganz grundsätzlich, weil das natürlich auch mit dieser Art von Hilflosigkeit verbunden ist, die man ganz, ganz oft erlebt, dass das politische Sprechen sozusagen keine Auswirkung hat. Und wie das sozusagen, wie dieses Herstellen gehen kann, oder was sozusagen die Differenz dann zwischen der sozialen Versammlung, die sicherlich per se wiederum ein bestimmtes politisches Potenzial hat, aber eben nur per se, nicht notwendigerweise. Es muss klar sein, dass auch wenn wir im Café und wenn wir noch so sozusagen versuchen, Ausschlüsse zu vermeiden, trotzdem, indem wir uns versammeln, neue Ausschlüsse herstellen. Natürlich, weil wir im Café haben nicht alle Platz. Was wäre das überhaupt für eine Version von allen darin? Wie kann das funktionieren? Und deswegen denke ich, dass da zwischen dem Sozialen und dem Politischen tatsächlich sozusagen diese Scharnier die grundlegende Frage ist, wie man das bearbeiten kann. Das ist ohne das eine, es kann keine Politik geben ohne soziale Verkörperung, ohne Form sozialer Versammlung in der einen oder anderen Form. Aber die Politik kann auch natürlich gar nicht aufgeben. Das heißt, Politik braucht eine Art von Idee, die sozusagen die eigene Sozialität auch überschreitet und ihre Bedeutung gibt. Das wäre auch bei Badu der starke Punkt, des Universalismus, da gibt es viele Schwache, aber da gibt es einen Start, dass es ohne einen solchen Punkt, über den hinauszugehen, eben nicht geht. Das ist sozusagen eine Politik eben nicht, das eben auch nicht, das ist ein bisschen, vielleicht wäre das in der Frage der Organisation das Problem, dass sie sozusagen, dass man denken könnte, da ließe sich was einfach organisieren, sondern es braucht etwas, es braucht natürlich einen imaginären Horizont, eine Vorstellung dessen, worum es in der Politik überhaupt gehen soll. Erst darin würde das, kann das Kaffeehaus sozusagen zur Politik werden. Okay, ja, vielleicht ich erzähle wegen Kaffeehaus. Gestern wir waren im Café International am Ibenplatz. Und wir haben eine Sitzung, Reflexionssitzung gehabt mit Ljubo Bratić, Alex Nikolić, Jana Dolecki und Ivana Pilić. Und wir haben ein Projekt langjährige Gastarbeit organisiert bei der Wienwoche. Und dann wir haben lange diskutiert, es gab Kritiken wegen einer anderen Situation, über Solidarität und Nicht-Solidarität und Kritik von neoliberalen Institutionen, eine andere Ausstellung. Und wir haben wirklich so hardcore diskutiert und gestritten. Und dann am Tisch neben uns waren 5, 6 Männer und eine ist zu uns gekommen und hat gesagt, wie diskutiere ich hier die ganze Zeit und ihr auch, aber ich habe genug von dieser Diskussion hier gehabt, ich sitze ein bisschen mit euch. Und dann, ich habe immer ein bisschen erklärt, um was es geht, was sind unsere Probleme und Diskussionen, ja, so, wie politisch. Wer ist wie weit oder who is more political? Und das ist dieses Thema, wieder diese Reflexion über political correctness. Und Kaffeehaus, ja, bürgerlich, aber zum Beispiel gibt es solche Kaffeehäuser, die haben auch diese Tradition von Cafanas, Taverna. Und Café International zum Beispiel ist ein Kaffeehaus mit Deutschkursen, Raum für Sitzungen, auch Zimmer, weil die haben früher die Gastarbeiten gehostet auch. Es gibt Betten und Zimmer. Und ja, es gibt so verschiedene Arten von diesen Kaffeehäusern. Und das war, ist nur mir eingefallen, diese interessante Situation. Und dieser Mann war dann ein bisschen mit seiner Gruppe, dann ein bisschen mit unserer. Aber andere, was ist mir eingefallen von diesen Themen, ist auch das Thema von, ich weiß nicht auf Deutsch, Negotiation. Weil es hat zu tun auch mit Political Correctness. Weil in unseren Kreisen und auch diese Autonomie, Institutionen, Festivals, Neoliberalismus, ja, wir sind nicht naiv und wir sind bewusst, was wir machen, wo wir machen das. Aber was war interessant mit Feuerwehrmännern und weiße Feuerwehrmänner, wir haben sehr viel auch gedacht, wie machen wir etwas, was geht ein bisschen zurück in diesen Sinn von Political Correctness. Und weil ein Raum von Politik
ist auch diese Grenzen zu erweitern. Ich meine, am Ende, es geht um diese Wissen, Knowledge, to learn from each other and so on. Und dann kommt man in Risikos, wie mit weißen Männern zu arbeiten oder Männer zu einladen, das ist auch, oder Heteros, und dann die kommen und sagen was, ist dann sehr problematisch für Feministinnen, Queere, Nicht-Weiß und so weiter. Und dann kommen diese Kritiken, aber wir haben diese Diskussionen und ja, ich meine, dieser Raum von Kunst und Kultur ist was auch, was man kann nicht 100% kontrollieren im Sinne von Political Correctness. Und was wichtig für uns ist auch, Risikos zu machen. Und wenn passiert etwas, was ist sexistisch, rassistisch, das ist Realität. Und wir müssen mit das umgehen und auch nicht gleich Leute rausschmeißen. Und ja, das war ein Punkt. Und Natasha, du weißt auch was über Institutionen. No, I just wanted to add to this actually, why we also we invited such people. It was a very clear decision. I mean, it is also part of activism and political, being politically engaged and being open, you know, to open the floor to those that maybe these white men, they are coming from working class and they did not have possibility to raise the knowledge, you know, and to enter in such institutions of art, because sometimes and very often this is a privilege to many, you know. So, and this kind of, for us, was really interesting to see how such groups, such people will mix, you know, place. Although I know we got also kind of feedback and there was a critique, you know, because in such situation you cannot control and you don't control, maybe later on you react, you know, but not in that moment. I just want to say that we want, there is always a risk, but it's a constant work also, yeah. And maybe to come back to the question of institutions, because institutions are, of course, there are problems, there are top-down politics involved, but also institutions of education, for example, spaces where really things can change, because the whole thing is to do something with arts and politics is also to influence not only the change of the value systems, but also to go for the changes in structures. And there were situations in the past where, for instance, in the Academy of Fine Arts, the institution came in contact with social movements. And there was, for instance, one initiative of activists, artist auction that was organized against racism, because not all students have the same conditions for studying. So some, as a third country citizens, they have to have resources that are impossible to have, and they have a limit to the support, scholarships and so on, because they don't belong to the criteria that are EU citizenship and so on. So people organize ways, and what is interesting also that this then the institution, under the pressure of the organizing of students, of their activism, the institution take this over, and they push the institution then to organize the auction on themselves. So this is another interesting thing. And about the Protest Production Collective, to come back, what was why we bring this example, and it's happening in the Wienwoge, the festival, with all this Festivalisierung situation, and the top-down relation to the politics, where also is the, because the whole questions around the politics is also different kind of politics, not the representative democracy, but direct democracy, and Protest Production Collectives is one of the examples of Basisdemokratische Organisierung, coming from the social movement. And with the films that they presented of the previous year, they produced the film How to Stop Deportation that was quoted in the Black and White in the new film. And
maybe Epps can say a little bit more, because this film was, there was a campaign against the collective, and I would like maybe Epps better to bring this point, because he knows the I give you the microphone, just shortly. Yes, so this video, How to Stop a Deportation, was actually made as a practical advice for people how to stop their own deportation or the deportation of someone else in an airline flight, based on real practical experiences of how people manage to stop deportation and to share this knowledge. And we had made this movie in the context of Wienwoche 2014, and 1 year later, at a point in time when we had not expected this, there was a short but strange attempt of criminalizing this work. It started with a phone call from a journalist who wanted to bring out an article in Die Presse. It was already feeling a bit strange that 1 year after making this movie, there's suddenly this media interest. And very quickly it turned out that obviously it had been the ÖVP who had encouraged Die Presse to investigate into this issue. This article came out then the ÖVP jumped in, and they made an issue about this. A movie is financed with public funding that is giving advice for how to break the law, how to break so-called foreigners' law and to resist against police force. Very soon after, FPÖ also jumped in. Yeah, it was first Gernot Blümel of ÖVP, and then Gudenus of FPÖ jumped in, and they tried to sue us, to make a court case against us. They did not succeed with it at all. It was, from a legal point of view, totally ridiculous, but for a short moment it popped up in the media after Die Presse. Others jumped in and so on, and what became also obvious, that apparently for the ÖVP and the FPÖ, they tried to use our work for discrediting Wienwoche as a politically engaged art festival, and to discredit the politics of cultural funding of the Viennese city government. What was a funny side effect of it, that what we had made and our video, it became much more public attention than it had before. Anyway, so I just can recommend to you to watch and share this video, and to follow the advice in this video in case that you ever happen to be in a situation of witnessing a deportation or of being deported. Yeah. So, vielen Dank. Also ich glaube, wir können jetzt die Diskussion öffnen. Gibt es Fragen? Also gerade jetzt zu dem Thema. Es ist doch immer das Problem, oder sehr oft das Problem, dass man eigentlich keine Ahnung, Kulturförderungen bekommt von einer gewissen, meistens auch Partei, weil die gerade das Kulturressort überhaben. Und dann hat man das Problem, wenn man irgendeine Kunst macht, sich aber mit der Kunst gegenüber gegen die Politik stellt. Dann ist man sofort extrem angreifbar. Und damit kann man sich eigentlich finanziell sofort abschließen. The question is like it's a kind of contradictory to receive the funding from the political party. First of all, the funding is not directly from the political party, it's from the city of Vienna that is run by the Grüne and the SPÖ. And there is a history of Wienwoche and the relation to the Grüne that made a kind of like a first a step in the initiation of the festival. Negotiating with the SPÖ that there is a funding for such a festival.
And on one hand, yes, you are in the whatever kind of funding you receive from the institution, they can be corporate or they can be the a city government or public funding. Of course, it's ambivalent that this is clear. And but on the other hand, it's like the question: do you just ignore? You don't want to deal with it, and you organize a completely autonomous with a very small resources and a possibility, or you take this possibility, because the thing is also that there are not so many possibilities for us. And where do you see people who are migrants and not speaking perfect German to run institutions? And it's a lot of negotiation in the whole process. But the other thing that what possibility is that there is this kind of like a public space that otherwise there's no way you can have access to, because it's from different reasons of how the culture around the program, the quantity, the hyperproduction, in a way like is the question what you can follow really, where you can take part, where do we discuss all these questions, because rarely we do, because there are so many events. Yesterday, Alex Nikolic, he said there is no place where we discuss these things. And this is also this quantity. And yeah, it's ambivalent. We are aware of that. And we play with this. I just would maybe, auf Deutsch, eher empfehlen, weil in Wien natürlich diese große Erwartung an öffentliche Finanzierung, ne, Jahrzehnte alt ist. Und deshalb würde ich da immer empfehlen, gewissermaßen zu versuchen, die eigene Arbeit ein bisschen unabhängig davon zu definieren. Das heißt, das, was sie künstlerisch macht, das, was sie politisch macht, was man auch macht, ein bisschen aus dieser Ziellinie rauszukriegen, weil das so sozusagen diese Erwartungshaltung ist, dass man auch noch im Protest finanziert werden soll. Hier, also wir hatten schon vor zu Heiders-Zeiten Veranstaltungen organisiert, wo es nur darum ging, was, jetzt kriege ich meine Förderung nicht mehr oder sowas. Und das ist ein Problem, ja klar, aber sozusagen das kann nicht das politische Problem sein. Und deswegen sind diese Differenzen eben so wichtig. Und klar, take for money and run, das ist ja immer mehr ein Sieg. Bin ich dankbar für, aber das muss sozusagen, das muss ich abkoppeln. Und das, denke ich, ist der entscheidende Aspekt da. Und selbst wenn dieses Abkoppeln eben nur im Kopf stattfindet, aber am besten halt, dass es irgendwie eine unterschiedliche Form der Organisierung gibt, in der sozusagen meine politische Form eben nicht ausschließlich in der staatlich irgendwie finanzierten Form auftreten muss. Dann, wenn ich das habe, dann ist das Problem nicht so. Ja. Ich finde es jetzt interessant, dass genau jetzt koppeln wir es ab. Also ich glaube, die Situation ist vielmehr die, dass über dieses Abkoppeln in ganz vielen Bereichen des Feldes es zu so einem Unsichtbarmachen der ökonomischen Rahmenbedingungen und der politischen Rahmenbedingungen kommt, weil dann eben so ein Eindruck entsteht, das Programm müsste unabhängig von dem Druck dieser Rahmenbedingungen seine politischen Ideale verfolgen. Und ich finde es jetzt eben gerade interessant, ich finde es künstlerisch interessant und kuratorisch, das Verhandeln mit diesen Rahmenbedingungen selbst zur Arbeit zu machen, zur kuratorischen und künstlerischen Arbeit. Und das heißt dann, dass die Frage nach diesem Druck, nach diesen Ökonomien, die Frage danach, ob ich benutzt werde, dass jemand rausgeworfen wird, die Frage danach, wie ich etwas verkaufe, wie ich es auch der Politik verkaufe, damit nämlich nicht nur ich, bin ja nicht nur für mich verantwortlich, sondern alle, mit denen ich arbeite, die Möglichkeit haben, das weiterzumachen und wie viel ich da von dem, woran wir alle arbeiten, verrate, damit wir das machen können und so weiter. All diese Fragen und Themen mit all unseren Mitteln von Autonomie und Heteronomie selbst innerhalb des Feldes und innerhalb unserer Produktion sichtbar und verhandelbar zu machen, kommt mir wichtiger vor als andere sichtbar zu machen, weil das kommt mir problematisch vor. Also die Strukturen selber zu dem zu machen, worum es an dieser Schnittstelle zwischen Autonomie und Heteronomie geht. I think it's very important to define your work independently, you know,
And what you said, I agree. It's what is very problematic is to define your artwork or curatorial work on the criteria of the funding institutions. So I think that this is a wrong way. And if you find a way to do independently, do. If you find a way to do what you want in different kind of settings, situations, funding possibilities or impossibilities, do. But, you know, do your political work not through adjusting to the funding institutions. This is my... Yeah, I think there's no, there's kein Widerspruch zu dem, was du sagst, Nora. Ich denke auch, dass das natürlich, das ist der Punkt, aber trotzdem, das setzt, um mit diesen Übergängen zu arbeiten, das setzt voraus, dass ich sie sozusagen im Kopf zumindest trennen kann. Ne? Dass ich weiß, es gibt einen sozialen Bereich, einen kulturellen, einen politischen, ne? Und dann darin agiere ich. Und das Problem entsteht immer nur in der Konfusion, wenn alles sozusagen zusammenfällt. Und dann wird es eben schwierig. Und dann entstehen auch die Gefühle, dann fühle ich mich abhängig oder wie auch immer. Und Politik ist schwer aus dem Gefühl der Abhängigkeit rauszumachen, sondern da geht es ja irgendwie genau um was anderes irgendwie. Und ich denke, dass deswegen denke ich, ist die Frage tatsächlich sehr wichtig, weil sie genau da hineinzielt, ne? Und das sozusagen das Politische an der Situation auch sichtbar macht. Ne? Was passiert, ne? Das ist ja nicht reine ökonomische Sache, ne? Sondern in der Auswirkung auf uns, in der Subjektivität, die wir dann spüren können. Ne? Das ist ja die, ne? Wer wir sind, ne? Wenn ich ein geförderter... gewissermaßen zum Großkünstler gefördert werde in Österreich oder macht mir eine andere Subjektivität, setzt mich in andere Beziehungen. Dieses Phänomen, dass man selbst als Aktionist irgendwie zum Staatskünstler, ich benutze jetzt absichtlich die männlichen Formen, werden konnte, das sind ja Indizien, die man selbst, die genau zu dieser Reflexion des Feldes gehören und zu den Bedingungen, die es tragen. Da hinten. Genau, und das ist ja die Frage, die ich habe in der künstlerischen Praxis, wie kann ich jetzt eine Kunstaktion machen zu zum Beispiel dieser Krise, die oder zu der Situation in Griechenland, und in dem, dass ich sie aber als Kunstaktion label, wird sie damit nicht auch gleichzeitig wieder elitär? Oder ich weiß nicht, ob die Frage klar herauskommt, was ich meine. I think the question is not only can art, the question is what are priorities and whose responsibility is to talk about crucial questions that are going on in the world, as you said now. So I think responsibility is also to artists to pose such questions. And there are those artistic practices that are trying to raise awareness of specific social injustices. And the role of artists in such sense can be uncovering important stories, you know, the stories that are let's say not shown, you know, not said. And this is good if you are in social engaged art. It's good that you also invite those representatives as asylum seekers to come and say what they have to say. They need to say so. Yeah. Ich hab eine konkrete Frage wegen dem Partisan-Café. Wie lange das jetzt nochmal stattgefunden hat, wie lange das geöffnet war? Was wurde diskutiert? Was haben die Leute da im Prinzip in dem Café geredet zum Beispiel? Also sind da neue Ideen entstanden? Sind da Konflikte überhaupt entstanden? Und in weiterer Folge habe ich mich dann eben gefragt, in Bezug auf, ich komme aus dem Seminar, also das Kunst als politisches Feld, und da haben wir über relationale Kunst geredet, über ein und über das Problem, dass in Räumen, die also in relationalen Kunstwerken, wo man eben den Zuschauer braucht oder der dann teilnimmt für dieses Kunstwerk, dass dann in diesen Räumen eine Art Utopie entsteht, die die Realität überhaupt nicht widerspiegelt und dann in weiterer Folge eben nicht politisch ist, also weil eben weil keine Reibflächen entstehen, wenn ich mich in einem Café auf einem Kunstfestival in dem Sinne halt aufhalte und dann keine mich sozusagen unter meinesgleichen
nur reproduziere mit dem, mit meiner Meinung. Und da, da würde ich gerne wissen, wie das konkret ausgesehen hat. Just wanted to add to what you said concerning how far an art action is elitist. From my understanding, it is less elitist if it is also connected to very practical intervention in a field of struggle that is not something like far beyond, but really practical in, connected with practical intervention and practical resistance. And then I think this is also connected to this question of depending on public funding. And so, so for me, it's like quite important to do stuff that is not only functioning in a form of kind of playground where you can show quite radical positions, but in a context that is like on a playground where it does not disturb the ongoing of the ruling conditions, but really to go beyond the playground and intervene practically, resist practically, and if you do this, then I think you're automatically confronted with a situation that you can never rely on funding by state institutions. So of course it's good to use the possibility of funding where it's possible, but of course never to rely on it, because of course radical practical intervention will automatically come to a point where it clashes with financing institutions. So. If the art should be engaged in social questions, and if we have a problem with the financing and all that, where is the place for that kind of art? I mean, where do we show it? Where do we exhibit it? For example, in the last two happenings that I saw here in Vienna, like, I don't know, curated by or a Vienna art fair, I didn't see a lot of that, that art. That's the fact. And that kind of art will never or very rarely enter into the official institutions. I think that these kind of festivals that I've just mentioned are the place for this kind of art, but we don't see it. Why don't we see it? Is that the kind of art that doesn't interest visitors, or it is not the kind of art that is supported? Yeah. Also, vielleicht zuerst die ganz konkrete Antwort auf die Frage. Partisan Café, wie lange war es geöffnet? Historisch, in den 50er Jahren, hat das Partisan Café 4,5 Jahre existiert. Danach war es nicht mehr möglich, es ökonomisch zu halten. Die Idee damals, vor allem von Raphael Samuel, das war seine Fantasie, war, ein Café zu machen, dass die Zeitung, dass der Zeitung ökonomisch helfen sollte. Konkret was genau anders und genau umgekehrt. Und das ist schon auch nochmal interessant. Und ich wurde von meinen Kolleginnen immer wieder auch darauf hingewiesen, dass ich teilweise, und das ist vielleicht auch die österreichische Situation, aber auch die norwegische, ganz stark auf, dieses, auf die Selbstverständlichkeit der Finanzierung des Projekts, des Kunstprojekts hingedacht habe. Und die, dass sozusagen eine Intervention auch eine ökonomische Basis sein kann im Hinblick auf eine mögliche selbstorganisierte alternative Ökonomie und dass das auch ein politischer Einsatz sein kann zum Beispiel, das war etwas, was wir dann auch viel diskutiert hatten. Und deswegen finde ich jetzt sozusagen auch im Sinn von einer Politisierung von Organisation solche Fragen auch interessant und relevant. Wie lange war unseres geöffnet? Ganz genau ein Monat, genau für die Zeit dieses Festivals. Und in diesem Sinn können wir es ganz klar als ein problematischer Teil der Festivalisierung bezeichnen. Das nächste Mal hoffe ich, dass ein Partisan Café in Berlin eröffnet wird, im Juni dieses Jahres, als Zusammenarbeit mit Studierenden des Instituts für Kunst im Kontext. Wir werden ein ähnliches Café wie CI, also in dem Fall ist es in Moabit, einfach Partisan Café nennen für eine Woche. Die Hoffnung ist, dass, falls andere auch glauben, dass Partisan Café ein Rahmen sein kann, in dem darüber nachgedacht werden kann, was eine neue Linke ist, dass das vielleicht weitergeht, dass sich dafür wieder Gelegenheiten ergeben werden, dass es nicht, also dass sozusagen hier auch wieder ein Ausspielen bestimmter struktureller Situationen stattfindet, ein sich an die Festivalisierung anhängen und gleichzeitig auf deren Basis über Kontinuität nachdenken. Welche Diskurse und Konflikte haben dort stattgefunden? Tatsächlich waren die
unterschiedlicher als klassischerweise in einem Café auf einer Biennale, was sicherlich der Besetzung zu verdanken war. Es haben schon auch Feuerwehrmänner ihre Freunde mitgebracht, die haben dort auch gearbeitet, sie haben Führungen gemacht durch ihr zukünftiges Feuerwehrmuseum. Das waren sozusagen performative Führungen der Feuerwehrmänner, wo sie erzählt haben, wie ihr Kampf bisher ausgesehen hat und was sie sich wünschen und erwarten. Es kamen Leute, die über die lokalen Medien, die sicherlich über einen Kampf der Feuerwehrmänner eher schreiben als über eine Biennale oder anders schreiben, angezogen waren zu kommen. Wir hatten aber dann auch durch ein sehr stark feministisches und queer-feministisches Programm Leute, die eben selbst schon feministisch organisiert waren. Wir hatten auch durch diese Konzerte sehr junge Mädchen, die sich vielleicht auch durchaus politisiert haben. Es haben sich dann auch zwei Lesekreise gegründet im Zuge dessen, wo eben feministische Texte gelesen wurden. Wir haben eben 21 Veranstaltungen in dieser Zeit gemacht und jede Veranstaltung hat sicher auch noch ihr eigenes Publikum generiert. Ich war jeden Tag dort und war unfassbar müde, weil ich mit jedem versucht habe, eben zu sprechen. Unsere Kolleginnen im Café haben eben sehr oft mit dieser Frage, what kind of coffee do you like, begonnen. Ein Gespräch über auch, ich habe jetzt nicht über die Arbeiten, die da auch ausgestellt waren, im Rahmen von Free Thought gesprochen, ein Gespräch auch über die und möglicherweise auch gemeinsam in die Ausstellung gegangen sind, während ich wirklich auch sehr stark versucht habe, aus so einer Vermittlungsperspektive sehr viel Zeit mit Leuten zu verbringen. Ich habe zum Beispiel zwei alte pensionierte Gewerkschaftsmitglieder kennengelernt, mit denen, die haben eben sich das Partycafé als historisch in einer Archivinstallation damit mir angesehen und mir schon auch so ein bisschen eben so paternalistisch auf die Schulter geklopft, aber mir auch so ein bisschen weitergegeben, danke, dass es noch jemanden gibt, die über diese alten Kämpfe spricht und eigentlich stimmt das doch, dass eine neue Linke auch jetzt gar nicht so schlecht wäre. Also eigentlich schon durchaus unerwartete Begegnungen haben stattgefunden. Und wie ist jetzt das Verhältnis von Realität und Relationalität? Weil das mache ich jetzt absichtlich so diesen Unterschied. Und da finde ich halt, also weil ich gehe halt von dieser Idee aus, dass es darum geht, sage ich jetzt auch mit Bourdieu, feldspezifische Ausschlüsse an den Schnittstellen so zu überlappen und überlagern, dass Widersprüche entstehen, die eben plötzlich etwas möglich machen, was vorher nicht möglich war. Und das jetzt hier nochmal ganz konkret gesagt. Dadurch, dass wir eine Art relationale Kunstsituation hatten, war es möglich, eine direkte Assoziation mit den Besetzerinnen einzugehen. Also die Gentrifiziererinnen und die Besetzerinnen solidarisieren sich über die Idee einer relationalen Aktion, die aber dabei ja tatsächlich eine politische Solidarität wird. Und in dem Moment, wo dann aber zum Beispiel wieder das Festival davon profitieren will und sagt, ma, sind das schöne Möbel, die verwenden wir nächstes Jahr wieder, dann machen wir wieder so einen relationalen Raum, haben wir gesagt, nein, das ist ein Kunstwerk, die verschenken wir am letzten Tag. Also wir haben immer ganz bewusst manchmal gesagt, das ist ein Kunstwerk, manchmal haben wir gesagt, das ist eine Vermittlungssituation, manchmal haben wir gesagt, das ist politischer Aktivismus, manchmal haben wir gesagt, das ist Solidarität, um jeweils vor dem Hintergrund dessen etwas möglich zu machen, was möglicherweise innerhalb des Feldes sonst nicht möglich gewesen wäre. Ja, ich fand jetzt auch einige Fragen sehr, sehr interessant, diese Verhältnis von sozusagen, was in den Festivals möglich ist und in den Institutionen. Das wäre eigentlich noch eine eigene große Diskussion. Ne? Das finde ich ganz wichtige, ganz spannende Frage, welche Logiken da herrschen und was die Festivalisierung antreibt und was dann aber auch, wo auch deren Grenzen liegen, etc. Also das, denke ich, das sprengt unsere Veranstaltung. Auch die Frage nach der sozusagen der sozialen Logik innerhalb der Wissenschaftsreproduktion wäre auch, finde ich auch super spannend. Auch ich beobachte das auch, dass es auch so Mangel an Institutionskritik im Wissenschaftsbereich zum Beispiel gibt und der auch damit zu tun hat, aber auch mit einer Reihe von anderen Fragen. Aber auch das schreibt natürlich bei Weitem in unseren Zusammenhang. Denn für mich ist sozusagen die, wo ich am besten anknüpfe, ist diese anknüpfen kann, ist diese Frage nach dem Elitistischen und dem Elite-Sein und dem Umgang mit der eigenen Privilegiertheit. Und ich denke, das ist tatsächlich eine ganz, ganz entscheidende Frage in dem Zusammenhang. Und weil sozusagen ja dahinter immer so ein bisschen die Anmutung liegt, wir könnten tatsächlich so etwas machen wie eine
nicht elitistische Kunst oder Politik oder wie auch immer, oder wir könnten Kunst oder Politik eben fundieren in einer Form von Gleichheit, die nicht sozusagen die eben nicht sozusagen soziale Differenz voraussetzt. Nur das, denke ich, ist nicht der soziale Raum, in dem wir leben. Und wir müssen uns dem, wie Oliver das nennt, dem Postfundamentalistischen irgendwie aussetzen. Das heißt, der Differenz und den Widersprüchen innerhalb der bestimmten sozialen Sphären, aber auch zwischen den sozialen und den kulturellen Sphären und ohne Privilegien etc. sehe ich da keinen Punkt. Das heißt, es geht ja genau darum, die politischen Formen darin zu finden und zu diskutieren. Und von daher gesehen lässt sich dann vielleicht auch sowas wie Political Correctness kritisieren, weil es eben sozusagen in den meisten Fällen oder andere Formen nicht der Hauptwidersprüchlichkeit. Ne? Und das kann ja heute noch das Kapital, das kann der Antisemitismus, das kann ganz viel der Anti-Islamismus, ganz viele sozusagen politische Konflikte werden heute so geführt, dass sozusagen immer ein Konflikt in den Vordergrund gestellt wird und die anderen als vernachlässigbar erscheinen. Und das ist ja das Problem, wie wir damit umgehen. Das ist das Problem, dass zum Beispiel Köln auf eine eigentlich sehr, sehr schwer zu bewältigende Art und Weise stellt. Nicht, weil da irgendwelche Positionen per se Unrecht hatten, sondern weil sie Recht haben. Da passiert Racial Profiling, aber da passiert eben auch sexuelle Übergriffe, und die zu negieren, und zwar in einer neuen Dimension, die man nicht einfach mit Verweis aufs Oktoberfest wegschieben kann. Da passiert, da ist ja was. Das kann ja nicht in der politischen Theorie oder Auseinandersetzung darum gehen, sozusagen Probleme auch zu verändern, sondern es geht ja darum, welche Begriffe, welche Potenziale wir finden können. Das Deprimierendste, das ist der letzte Punkt sozusagen in den letzten Monaten, war für mich zum Teil auch aus dem Umfeld von Aktivisten, Aktivistinnen, die Kritik an Hillary Clinton, die Delegitimierung, die damit stattgefunden hat, zum Teil, weil sie für Israel sei. Oder weil sie, ja okay, mit dem Wall Street Banker frühstücken geht, etc. Natürlich kann man sie für bestimmte Aspekte dabei kritisieren, aber es würde doch um Politikverständnis gehen, das sozusagen auch eine taktische Dimension beinhaltet. Ne? Zu frühstücken mit dem Wall Street Banker ist noch was anderes, als sozusagen die Verkörperung dessen in Kauf zu nehmen, wofür Donald Trump steht. Ne? Und diese Unterschiede, die in so einem reduktionistischen Politikverständnis, dass es einen wirklich noch fünf Demokraten von den Wahlmännern haben, gegen Hillary gestimmt. Diese Delegitimierung, die ist wirklich verheerend. Bitte kritisiert Hillary, aber eben am Tag, an dem sie den Amtseid ablegt. Das wäre die Differenz, in der es auch um die gewissermaßen Verteidigung liberaler Institutionen, aber eben auch der Möglichkeit, überhaupt Politik zu führen. Weil Hillary natürlich jemand ist, der liberale Mainstream, die sich in den politischen Raum bewegen. Und das Problem mit Trump und Konsorten ist ja, dass sie diesen Raum verlassen. Und dass wir dann mit einer Situation konfrontiert sind, dass die Politik selbst zerstört wird. Und das ist eine andere Dimension. Und das müssen wir als Linke begreifen. Und deswegen geht es um Allianzen und nicht um das Recht haben und das Durchsetzen momentaner gesinnungsethischen Wahrheitspositionen. Okay. Okay, maybe to this question, the last question about why these practices are not appearing in exhibitions. I would say they might not appear in certain contexts, like the art fair, because the interest is art market, but they are also not completely out of that. They are also interesting for that kind of institutions or where art is like commodity. But the thing is also that these kind of practices that are very much about making, nowadays it's quite a lot about making events, a lot of people participate. This is not so easy to present in the form of an art object that can be sold at the Vienna Contemporary. But I know artists who are taking part in both of these fields, because it's also, in the end of the day, you want it to live from something. So
it might not be so visible in such a context of an art fair, but there are actors as well there, you know. And I would say also there are institutions where you can follow this, and it's not also in Vienna, in Tanzquartier, or sometimes in IG Bildende Kunst magazine of the IG Bildende Kunst are institutions that are also quite a lot involved in these kind of discussions. And maybe I just come back to the question of funding and acting in the neoliberal field, where these kind of expectations of excellence, bringing something new, are making pressure on artists, curators, and so on. What is important also is to really fight for a failure, the right to fail, because this is something that it has to be also part of all this. And our way was we were working on this topic of push and discussing the right to push and why the workers make push. What are the conditions of these workers? Because if somebody comments that the Polish workers are making push, then think about how much they are paid per hour, and then to translate this to other fields of work. And then also what we do with Wim Hof is like to make these work groups that anybody can join, and of course it's a big risk that they really fail, because if 25 people or 15 people who don't know each other come together to make something, we also say you can fail. You know, it must not be a successful art or whatever kind of project. And I think this is important to give back this pressure and expectations of being new. And this year, here we have the new open call, and it deals with the topic of work, on actually demand the right to not work, dolce far niente, life beyond capitalist production, and yes, so it's like to come back to this failure possibility or decision. Ja, wie es neuerdings in den Ansagen der Wiener Linien heißt, wir sind am Ziel. Früher ist das Endstation. Es ist wahrscheinlich nicht die Endstation der Fragen und Probleme, deren Beantwortung hiermit erreicht. Wir werden die Diskussion fortsetzen an anderer Stelle und in anderer Weise. Ich bedanke mich bei den Speakers, bei allen, die der Einladung gefolgt sind. Ich bedanke mich auch bei den Kooperationspartnern ECM nochmal und bei unserer heutigen Host-Institution, die zum Glück noch nicht völlig festivalisiert ist und noch Strukturgelder bekommt, der Universität für angewandte Kunst. Und wir sehen uns wieder bei anderer Gelegenheit.